So, da habe ich mir das Papier mal rausgesucht. Ja, und dann werde ich das hier für den Untergrund nehmen. Und das hier für hier so oben drauf. Und schneide mir das natürlich jetzt erstmal zurecht. Und zwar einmal in 7,5 und 8 cm. Mit diesem wunderbaren, naja, 7,5. Wollen wir hier mal nicht anfangen zu schummeln, gell? Ja, ich weiß, das ist nicht mehr so das nicht mehr so das Ideale, aber geht, geht. So, das habe ich also vor, hier drauf zu packen. Jawohl, und weil ich ja für innen auch noch mal eins brauche, also nochmal 7,5 mal 7,5. Ach, das ist ja cool. 7,5 mal 7,5. Sehr schön. So. Entschuldigung. Und dann mache ich das dann 7 mal 7. Jawohl. Und das hier mache ich 7 mal 7,5. Also 7,5 mal 7. Und 7. Mal 7. Fertig, fertig. 7 mal 7 dahin und das Größere kann da oben hin. Und das kommt zum Restdesignpapier. So, und wer mich kennt, der weiß, ich schwärze immer alles. Okay, das meiste. Oft. Deswegen werde ich das jetzt auch mal. Und ich lasse dieses das so grisselig. Ich finde das gar nicht mal so schlimm. Deswegen werde ich das hier so. Man hätte es ja auch grün wischen können, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, schwarz hat es mir da angetan. Also ich mag diese Art der Karten wirklich unheimlich gern, weil kann man auch schön als Deko hinstellen. Derjenige, der das geschenkt bekommt, hat vielleicht auch, ja, es hört sich jetzt blöde an, aber hat was länger davon. Manchmal, so mache ich das zumindest und in meinem Leute in so einem Bekanntenkreis auch, wenn du Karten bekommst, gibt es ganz selten Leute, die diese Karten auch wirklich irgendwie ja, auf den Kaminsims stellen, weil wer hat heutzutage noch einen Kaminsims oder auf den Schrank. Und wenn, dann fallen die auch irgendwann um und landen dann doch in der Schublade. Und so eine Karte jetzt, die kann man wirklich schön hinstellen. Hat einen anständigen Stand, kann nicht umfallen. Und ja, ist auch noch zur Weihnachtszeit, Halloweenzeit, je nachdem, wofür du es machst, eine Deko. Geht noch als Deko durch. Deswegen
mag ich das. Überhaupt mag ich sehr aufwendig gemachte Karten, so mehrschichtig und hast du nicht gesehen, aber liegt mir nicht so. Aber ich mag sie natürlich. Das ist ja wohl auch nicht immer so jedem Fall, jedem sein Fall, so dieses alles da drauf und ne? Zum Glück haben wir immer alle andere Geschmäcker. So, mein Video lädt gerade bei YouTube hoch. Die liebe Steffi hatte mir ja was besorgt. Das finde ich immer besonders reizend. Und dann hibbel ich ganz, ganz schrecklich auf meine Fuse. Ich habe sie mir ja bestellt. Und ja. Da kann man bestimmt auch schüttelfenstertechnisch hiermit arbeiten. Nee? Dann hast du eben ein beleuchtetes Schüttelfenster. Möglich ist alles. Und ja, ich habe schon so Ideen im Kopf, die ich gerne ausprobieren würde wollen mit der Fuse. Ich hoffe, das mit meinem Kopf bleibt so gut. Ich muss sagen, heute ist so. Ja, besser. Schon so gut, dass ich ein Video machen kann, ohne dass ich jetzt hier abbrechen muss, weil mir schwindelig wird oder so. So ein bisschen schonen soll man sich zwar, also ich werde jetzt ja keine irgendwas Seltsames hier anfangen oder so. So, da wo das weiß ist, das möchte ich gerne vorne haben, damit ich das bekleben kann. So. Ich und ja, das muss man natürlich alles so ordentlich falzen, ne? Damit das dann auch da bleibt. Wo habe ich mein Falzbeil? Habe ich bestimmt wieder irgendwo hingelegt. Ich nehme jetzt mal kurz hier meinen Rührstab. Aha, geht doch. Muss ich hier erst den Rührstab holen, ne? Siehst du? Klappt. Bombe. So. Und da waren wir hier, kamen die kleinen Sachen rein, ne? Und das große kam da oben hin. Ne, so rum. Und so. Das klebe ich dann natürlich jetzt mal ganz schnell. Ja, ich muss ja sagen, was so in der YouTube-Gemeinde los ist, das ist einfach nur zum Dahinkringeln. Und jetzt finde ich meinen Kleber nicht. Ja, doch. Das ist einfach nur zum Wegschmeißen. Ich habe unheimlich viele Lieblings-YouTuber. Und darunter gehört natürlich auch Kreativguru Sana oder Sahne. Auf jeden Fall da mag ich sie. Ich sehe sie unheimlich gerne, kann mich über sie aber auch weglachen und verstehe, wenn andere das nervt. Und manche Sachen kann ich dann auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, ihr geht das mit Sicherheit bei mir genauso. Ich würde mal sagen, jedem geht das so. Und wenn du dann so auf den Kieker genommen wirst von irgendjemand anderem, ist das mit Sicherheit nicht schön. Aber ja, ne? Ich glaube, wenn irgendjemand meinen kleinen Mini-Kanal mal auf dem Kieker hat und so über den Kanal spricht, fände ich das mit Sicherheit auch nicht besonders witzig. Davon gehe ich mal stark aus. Aber was soll's, wir haben alle einen anderen Geschmack. Genau wie ich kein großer Fan von Swantje bin. Ich habe ihre Videos, ne, also Fimo-Tinker, ich habe ihre Videos unheimlich gern gesehen, so am Anfang, wie sie angefangen hat, ihre Bastelanleitungen und so. Ja,
Das hat sich dann aber mit der Zeit irgendwie so, hat sich halt geändert. Ich weiß auch nicht. Das ist, ja, da waren dann ein paar Sachen, die einen persönlich dann gestört haben, oder sind Sachen vorgekommen, die einen dann gestört haben. Und dann habe ich das Abo eben gelöscht, weil ich hatte sie ja abonniert. Wie gesagt, weil ich sie wirklich gern gesehen habe und auch gehört habe. Aber irgendwann, ja, war das nun mal nicht mehr der Fall so. Und dann habe ich einfach das Abo gelöscht. Ist für mich die einfachste Variante. Zwischendurch, wenn mir irgendjemand erzählt, hör mal hier, schau dir das mal an, was hältst du davon oder so, dann schaue ich mir das natürlich an. Und ja, warum dann auch nicht? Aber sie ist halt nicht auf meiner Abo-Liste drauf, sodass ich nicht immer alles wissen muss und erfahren muss, und ich brauche das auch eigentlich nicht. Und natürlich könnte ich jetzt unter ihre Videos schreiben, was mich da so abnervt, aber warum? Also da frage ich mich dann, warum soll ich das tun? Damit sie das abstellt, was mich nervt? Warum? Muss sie nicht. Sie ist so, wie sie ist. Und entweder passt es mir oder es passt mir nicht. Und wie bereits erwähnt, es passt bei mir nicht. Ja, und dann ist es halt so. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen. Naja, mal sehen, wie es wird. Achso, ich laber hier einfach. Man kann sich jetzt hier ein Loch reinmachen, das hier reinstanzen und dann hier draufkleben und nochmal durchstanzen. Aber dadurch, dass ich hier dünnes Papier genommen habe, hoffe, ich weiß nämlich nicht, ob das so funktioniert, dass ich das so durchbekomme. Bei den Herzen habe ich es eben so gemacht, dass ich das erst geklebt habe. Dann habe ich das Herz gestanzt, habe das dann hier drauf geklebt und das Herz nochmal mit der Handstanze gestanzt. Man muss natürlich, wie gesagt, darauf achten, oder habe ich noch gar nicht gesagt, ne? So eine Handstanze hat nur einen gewissen Radius, da kommst du halt nicht weiter rein als bis hier. Und das Papier kannst du dann halt, ups, ich mache es jetzt einfach mal so. Das Papier kannst dann halt nicht beliebig tief oder so durch die Gegend schieben. Entweder du machst es zentral in die Mitte oder du machst es hier hinten rein oder da vorne hin. Dann kommt es ja auch darauf an, wie breit und wie dick hast du dein Papier halt gemacht. So, bei mir ist es nun mal jetzt der Fall und ich versuche es jetzt so. Vielleicht klappt es ja. Festkleben sollte man das noch nicht. Weil da muss ja noch diese Pergamentfolie drunter dazwischen. Deswegen auf keinen Fall erstmal festkleben, ne? So, wo waren wir da irgendwie stehen geblieben? Ich hoffe, das wird was. Ach doch. Hat funktioniert, besser als ich dachte. Und jetzt nehme ich mal wieder meinen schwarzen Futzelpinsel. So. Wo war ich stehen geblieben? Eigentlich bei Fimutinka, ne? Und am Anfang sagte ich immer böse Guru, weil ich und Namengedächtnis, das ist sowas, ne? Und böse Guru, das hat sich bei mir also ziemlich schnell eingeprägt irgendwie. Dann wusste ich immer direkt, von wem geredet wurde, wenn irgendjemand anders was gesagt hat. So, und das klebe ich mir dann dahinter. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das, was die sagt, finde ich, ist manchmal, ja,
das, was andere auch denken. Und ich weiß nicht, wenn sie Spaß hat an dieser Art von Videos, sollen sie doch einfach lassen. Und ja, okay, dass sie dann die Kinder da irgendwie ins Spiel bringt, das fand ich dann auch nicht so lustig. Aber sie beschimpft einen ja nicht als dämlich oder geisteskrank oder so. Also das habe ich noch nicht gehört, dass sie jetzt gesagt hätte, dass Fimutinka ja, ne, geisteskrank wäre oder irgendwie sowas anderes. Das ist eher so, dass sie beschimpft wird, dass sie sich auf ihren Geisteszustand da untersuchen müsste. Und das habe ich damals als als hier Fimutinka den Link in die Gruppe gestellt hat, habe ich damals ja schon gesagt, das hätte sie mal besser nicht machen sollen. Weil ich gucke mir solche Videos ja eigentlich gar nicht an. Also ich bastel und dementsprechend gucke ich mir Bastelvideos an. Ich interessiere mich für Action, gucke mir dementsprechend auch Action-Videos an. Was ich mir nicht angucke, ist Kosmetikzeug und all so ein Kram. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, nach, ich sag jetzt dieser Person, ne, zu suchen und ob es überhaupt ein Video, ob es überhaupt jemand gibt, der da solche Videos macht. Also ich selber finde sie gar nicht so unsympathisch und habe sie auch abonniert, da stehe ich auch völlig zu. Hab mich auch schon so herrlich amüsiert bei ihren Videos und habe mich auch schon weggelacht. Und mir ist es also völlig Banane, ob das irgendjemand versteht. Es ist meine Art, mich zu amüsieren. Ich verstehe manche anderen Personen auch nicht. Und mit eins hast sie recht, dieses ständige Lobhudeln bei manchen finde ich einfach nur falsch. Also wenn ich jetzt sehe, dass bestimmte Dinge grottenschlecht verarbeitet sind, dann mache ich, finde ich, der Person keinen Gefallen, wenn ich dann drunter schreibe, oh, super, ey, was Besseres habe ich noch nie gesehen. Also wenn ich jetzt hier dieses Ding da falsch aufgeklebt hätte und hier da steht dann so und sagen würde, ja, hier, super. Und es schreibt dann alle drunter, ja, super, nie was Besseres und so. Ja, das bestätigt mich doch, die Kacke weiter zu basteln, oder? Also, wenn da jemand sagt, hör mal, so und so, das ist toll. Also, wenn jemand unter meinen Videos schreiben würde, boah, ist diese Stimmqualität kacke? Ja, der hat recht. Die Stimmqualität ist kacke. Wenn da jetzt jemand runterschreiben würde, meine Fresse, die Bildqualität oder was du da immer laberst. Ja, die Bildqualität ist nicht die beste. Und ja, ich laber viel. Kann ich mit leben. Ja, also das. Und wenn irgendjemand die Sachen, die ich bastel, zerreißt, und sagt, wie kannst du so einen Schund machen? Ja, meine Fresse, wir haben alle anderen Geschmack. Was in dem Augen vielleicht der allerletzte Schund ist, was in die Tonne kloppen kannst, das ist für den anderen, ich übertreibe jetzt mal leicht, anbetungsfähig, verstehst du? Schönheit beginnt ja im Auge des Betrachters. Und wenn jemand meine Stimme nicht hören kann, aber ein Späßchen hat, da ständig Kacke drunter zu schreiben, ja Mensch, super, dann, dann ist meine Stimme eben quasi sein, ja, sein Beglückungsinstrument, worüber er sich aufregen kann und dann irgendwas Böses schreibt. Und wenn jetzt wieder jemand denkt, ja, du hast ja nur 100 und oder 150 oder hast, ich weiß ich jetzt noch nicht mal gar nicht, muss ich jetzt eigentlich auch nachgucken, Abonnenten und du kannst das gar nicht nachempfinden, wenn man dann über 10.000 hat, ja klar, dann werden Kritiken vielleicht mehr. Ne? 10.000 sind schon mehr Leute, gibt mehr Kritik. Aber ey, das Leben ist kein Ponyhof, ne? Ich weiß es nicht, das wird mich doch nicht runterziehen. Vielleicht lernt man ja auch noch.
Also wenn jetzt irgendjemand meinen Kanal völlig komplett verreißt und ich gucke mir das an, klar, trifft das ein. Wenn ich jetzt sagen würde, darüber könntest du lachen, natürlich trifft das. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist man bekümmert, mit Sicherheit hat man dann keinen Bock mehr, man ist angekotzt, es kann alles vorkommen. Ne? Von bis von, ey, ich höre mit dem Kack auf, bis, ja, ey, jetzt erst recht. Also das ist alles völlig drin. Und wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil mich das wirklich innerlich echt beschäftigt, wie man da so einen Aufriss machen kann. Ey, wir sind erwachsen, finde ich. Und so, wie nenne ich die immer so Hardcore-Fans, die dann direkt auf den Blog eines anderen rennen, ne, rennen so Anführungszeichen, ne, und da sich dann übelst auslassen, ob das wirklich erwachsen ist, das bezweifle ich. Ich weiß nicht. Okay, alles immer aussitzen ist ja auch nicht so besonders toll. Aber was willst du machen? Ja, verklagen, Unterlassungsklage hast du nicht gesehen. Und das ist aber alles Sachen, die man machen könnte. Eventuell, bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Aber muss man? Muss man das? Nee. Dann spart man sich den Link, setzt den nirgendwo rein, dann kriegt das auch keiner aus der eigenen Gruppe mit, dass es da irgendjemanden gibt, der einen ständig versucht, wie viele das Gefühl haben, durch den Kakao zu ziehen. Ja, ich weiß nicht. So weit sind wir dann, ne? Wir haben die Kulisse, die Pergament, haben wir da reingesetzt. Und jetzt müsste man hier noch ein bisschen Deko machen. Mache ich jetzt nicht. Ich wollte ja eigentlich nur schnell gezeigt haben, wie man diese Karte hier bastelt. Man kann hier drin natürlich auch liebe Worte schreiben, weil sieht man ja auch nicht, wenn das dann so dann da steht. Ich werde hier wahrscheinlich einen kleinen Mini-Schneemann hinmachen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen liegen. Den werde ich noch suchen müssen. Kunstschnee kommt hier hin. Und dann, ja, hier noch frohe Weihnachten oder sowas. Und schon haben wir einen Weihnachtsbaum. Zeigen wir den auch mal beleuchtet. So schön, ne? Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Sehr schön. So, und dann wünsche ich allen mit dieser seltsamen Anleitungsvideo mit mehr Blabla als mit Anleitung noch einen schönen Tag. Also wer so lang schwätzen kann wie ich, dem geht es echt schon wieder besser, oder? Dann mal bye bye.